Ich bin Ufuk Topirek, ich studiere an der Fachhochschule Kaleidos, studiere Business Administration mit der Vertiefung Operational und Digital Excellence. Meine Motivation ist für das Studium, dass ich mich allgemein weiterbilden kann, vor allem in dem digitalen Zeitalter, wo alles so schnell geht. Der Grund, dass ich den Bachelor und Master an der Kaleidos Fachhochschule gemacht habe, ist vor allem, dass ich nebenberuflich das Studium machen kann. Weil man kann nebenzu 80 bis sogar 100% arbeiten, was in anderen Fachhochschulen nicht möglich ist. Dass ich mich weiterbilden möchte, ist eigentlich, dass ich mich akademisch vor allem, dass ich weiterkomme und auch für die Berufswelt natürlich, dass man nochmal einen weiteren Schritt machen möchte. Highlight ist aus meiner Sicht Modul gewesen, Disruptive Technologies. Dort hat man vor allem so Themen gehabt wie künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie. Also für die Studierenden würde ich den Studiengang vor allem empfehlen, wenn sie berufsbegleitend studieren möchten oder auch Master in eine Richtung machen möchten, die künstliche Intelligenz beinhaltet, Blockchain-Technologie beinhaltet oder auch Industrie 4.0. Ich habe während dem Bachelor und auch während dem Master immer 100% nebenzu geschafft. Ich habe nie 80% geschafft und auch dann ist es immer gut gegangen. Klar hat man ein bisschen weniger Freizeit, aber ich denke, das ist bei jedem Studiengang so. Wenn man sich darauf einlässt, dann weiss man eigentlich, dass man ein bisschen weniger Freizeit haben wird. Die Motivation war vor allem das Ziel vor den Augen für mich, dass ich gewusst habe, okay, bald habe ich es hinter mir. Aber im Endeffekt hat es immer funktioniert und es ist immer gut rausgekommen dann schlussendlich. Typisch an der Kaleidos Fachhochschule ist vor allem, dass Dozenten sehr vielfältig sind. Man merkt so richtig, dass sie eigentlich von der Businesswelt kommen und nicht rein nur Dozenten sind. Kaleidos Fachhochschule ist sicher flexibel, vielfältig und dynamisch.